Westrom erlebte einen raschen Niedergang und damit war auch das römische Christentum massiv gefährdet. Die Missionierung der Germanen erfolgte zuerst bei den Goten. Wulfila, der kleine Wolf, übersetzte das Neue Testament ins Gotische, allerdings war er Arianer. In der Folgezeit werden die meisten Germanenstämme Arianer, so auch die Ostgoten unter Theoderich, die in Italien herrschten. Theoderich erwies sich allerdings gegenüber dem römischen Christentum als tolerant. In der Auseinandersetzung mit Theoderich, dem er sich nicht unterordnen wollte, trat dann der Frankenherrscher Chlodwig der römischen Kirche bei. Damit waren die Franken der einzige Germanenstamm, der der römischen Tradition folgte. Im Westen genoss von alters her der Bischof von Rom einen Vorrang. Rom ist ja immerhin die alte Hauptstadt des Imperiums. Dort ruhten auch die Gebeine der Apostel Petrus und Paulus. Petrus ist oder gilt als der Nachfolger Christi und der erste Bischof von Rom. Papst Leo I., der Große, war es dann, der sich als erster als Stellvertreter Petri bezeichnete und daraus wurde dann im weiteren Mittelalter sogar der Stellvertreter Christi auf Erden. Seit dem 3. Jahrhundert baut im wahrsten Sinne des Wortes die römische Kirche auf das sogenannte Felsenwort Jesu. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, heißt es im Neuen Testament. Zugleich gilt damit, dass der Papst die Schlüsselgewalt erhält. Was er als Nachfolger Petri auf Erden verbindet und löst, das soll auch im Himmel so sein. In der Durchsetzung ihrer Ansprüche setzten die Bischöfe von Rom auf die Reichsteilung, da der Kaiser ja im Osten weilte. Sie hatten damit im Westen viel freie Hand. Analog wurde dann auch nicht nur also das weltliche Reich geteilt, sondern auch die Gewalt geteilt. Es gab also eine weltliche und eine geistliche Gewalt. Für die Bischöfe von Rom war dann die geistliche Gewalt natürlich die wichtigere. Gregor I., der Große, meinte schließlich auch, dem Papst müsse ein irdisches Reich gehören im Vorausblick auf den Frieden Christi. Er straffte und reorganisierte durch Schenkungen erworbenen Besitz und schuf damit den Kern des Kirchenstaates. Man muss trotzdem sagen, dass die Durchsetzung des römischen Primats unter schlechtesten Ausgangsbedingungen erfolgte. Im griechischen Osten galt der Papst in Rom als ein Patriarch von vielen. Die Germanenreiche waren großteils arianisch. Dazu waren diese arianischen Kirchen Landeskirchen. Zur Durchsetzung seiner Ziele blieb dem Papst nur Frankenreich und die Mission. Die Mission erfolgte vom Rande her. Gregor schickte 596 drei Dutzend Mönche auf die britischen Inseln, um zu missionieren. Dort entstand das frühmittelalterliche Kraftzentrum der römischen Kirche. Von dort aus wurde schlussendlich Mitteleuropa missioniert. Besonders hervortat sich im 8. Jahrhundert Winfried, der als Missionar in Germanien tätig war und zahlreiche Bischofssitze errichtete. Zunächst war das Frankenreich Roms Schutzmacht. Als Papst Stefan II. Dem Karolinger Pippin um Hilfe gegen die Langobarden bat, nahm Pippin den Titel eines Patricius Romanorum an, beugte sich aber vor dem Papst. 800 erfolgte schließlich die Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom. Trotz aller Nähe zur Politik war das Papsttum aber immer auch um Autonomie bemüht.
Die konstantinische Schenkung sollte dabei als Fälschung aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts helfen. Die konstantinische Schenkung besagt, dass Kaiser Konstantin dem Papst Silvester bei seiner Übersiedelung nach Konstantinopel den gesamten Westen vermacht habe. Die Fälschung erfolgte auf Vorrat und sollte im weiteren Mittelalter noch von Bedeutung sein, auch wenn sie rasch als Fälschung erkannt wurde. Die Kontinuität des Christentums von der Antike zum Mittelalter war, so kann man jetzt zusammenfassen, nicht im Vorhinein gegeben. Sie hat sich erst so entwickelt. Vor allem das Papsttum errang seine Position erst im Frühmittelalter durch die Bekehrung der Franken und die Mission.